Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es ist Zeit für Wirtschafts- und Börsennachrichten. Guten Abend und herzlich willkommen zu Akrevis Invest. Andrea Romer, aus dem Westen, genauer gesagt aus den USA, ist Anfangswoche gefühlt eine kühle Beise zu uns gekommen. Die Börsen sind schwach gestartet und am Dienstag noch Mühe gehabt, in den grünen Bereich zu kommen. Was sind die Gründe dafür? Ja, in den USA ist der sogenannte Haushaltsstreit wieder einmal im Fecht. Wir starten gerade mit einer Grafik. Die Schulden der Vereinigten Staaten haben sich allein seit dem 2009 mehr als verdoppelt, weil der Staatshaushalt so viel Geld verschlingt. Anstatt Sparen oder Steuern zu erhöhen, hat man sich in den vergangenen Jahren einfach gemacht. Man hat die Schuldenobergrenze gerne einfach aufgesetzt, um weiter wirtschaften zu können. Auch per Ende September haben sich Demokraten und Republikaner nicht können über das Haushaltsbudget einigen. Und man hat darum eine Übergangsfinanzierung beschlossen. Staatsausgaben wären also bis am 17. November so weitergeführt, ohne aber weitere Millionen für die Ukraine und somit Kriegsunterstützung zu sprechen. Aber wie man so schön sagt, sind diese Diskussionen nur aufgeschoben und eben nicht aufgehoben. Wie steht es denn um die Arbeitsmarktdaten in den USA und die Teuerung? Haben die ihren Teil zum schlechten Wochenstart in der Börse beigetragen? Ja, Anfangs Woche sind wieder Zinsängste umgegeistert in Amerika. Wir schliessen nach wie vor nicht aus, dass FED bis Ende Jahr Zinsen noch erhöhen könnte. Das hat die Aktienmärkte entsprechend belastet. Am Mittwoch sind dann nach schwachen Arbeitsmarktdaten die Aktienmärkte wieder ein bisschen beruhigt gewesen. Vor allem der zinssensitive Technologiesektor hat dann recht durchschnaufen können. Am Dienstag sind in der Schweiz die Inflationszahlen vom September publiziert worden. Die SNB hat ja im vergangenen Monat von der erneuten Zinserhöhung abgesehen. Wie sehen die aktuellen Zahlen aus? Die Inflation ist in etwa gleich geblieben. Im August haben wir 1,6% Teuerung und im September 1,7%. Flugreisen, Hotelübernachtungen, aber auch Pauschalreisen sind günstiger geworden. Das Benzin, das Heizöl, aber auch Kleider und Schuhe dafür ein bisschen teurer. Auch bei uns bleibt es natürlich spannend, ob die SNB bis Ende Jahr nochmal Zinsen wird anheben oder nicht. Kommen wir zum Unternehmensereignis schlechthin von dieser Woche. Am Mittwoch hat der Pharma-Riese Novartis die Abspaltung von Sondo, der hauseigenen Generikasparte, vollzogen. Genau, am Mittwoch war es so wie gewesen. Sondo war nach 27 Jahren wieder an der Börse gelistet gewesen. Sie haben es noch nicht in SMI geschafft, sie sind im SLI gelistet, im Swiss Leader Index. Dort sind die 30 grössten und liquidesten Unternehmungen von der Schweiz gelistet. Und die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis haben pro 5 Novartis-Aktien eine Sondo-Aktie gutgeschrieben bekommen. Und wie ist der Börseneintritt gelungen? Ja, man kann sagen, so ein bisschen durchzogen, wie man gerade dieser Grafik entnehmen könnte, hat die Aktie den Einschätzungen der Investoren im Voraus nicht ganz gerecht werden. Die haben nämlich mit einem Aktienkurs von etwa 30 Franken gerechnet. Die Aktie ist aber nur bei 24 gestartet, ist zwischenzeitlich auf gut 22 gefallen und hat nach einem kurzen Ausschwenker nach oben dann bei 24,35 geschlossen. Am Donnerstag hat der Aktienkurs dann aber schon wieder ein bisschen nachziehen. Wie sehen die Aussichten aus für Sondo? Ja, die Aussichten sind längerfristig recht gut. Novartis hat Sondo im Gegensatz zu Alcon im 2019 mit einer relativ kleinen Schuldenlast entlohnt. Das werten wir als sehr positiv. Sondo wird natürlich das und auch nächstes Jahr noch einige Sonderaufwendungen haben für IT etc., bis dann die Eigenständigkeit wirklich vollzogen ist. Novartis wird auch für Sondo noch etwa 5 Jahre weiter produzieren, bis dann die Produktionsstätte in Slowenien etwa im 2026 fertiggestellt ist. Und zu guter Letzt, was die Aktionärinnen und Aktionäre dürfte freuen, Sondo möchte für das 2023 bereits eine Dividende auszahlen von etwa 2,5%. Andrea Romer, danke vielmals für die ausführlichen Erklärungen. Ihnen daheim danke vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende. Ade miteinander. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.